Willst du da anfangen? Findest du schon? Nee. Alter! Was geht ab? Moin! Oh nein! Oh, jetzt aber! Oh, nochmal! Hallo, Johannes! Hallo, Johannes! Kein Bock mehr auf die Scheiße. Hört doch auf! Also wir sind auf jeden Fall alle richtig motiviert. Schaut bei Moritz vorbei, was ja auch immer passiert ist. Ich bin heute verstecken in Moritz Wohnung. Wir haben das schon in der Trampolinhalle gemacht und ich habe 10.000 Jahre gebraucht, um Lea zu finden. I'm here! I'm right here! Lea, ich habe dich eine Dreiviertelstunde gesucht. Was fällt dir ein? Und jetzt machen wir das in Moritz Wohnung. Ist eigentlich etwas leichter, weil es gar nicht so groß hier ist. Es sind viel mehr Räume, es ist viel mehr Verstecke, es ist komplett schwer. Nee. Ja, let's go! Sie verstecken Weiber! Wir sind die Hoheit, Digga. Ja, wir sitzen hier auf unserem Thron. Eure Hoheit. König und Königin. Auf jeden Fall die drei Filme auch mit Handy mit und so. Let's go, los. So Leute, ich bin jetzt vor Moritz Haustür gegangen und bitte wundert euch nicht, warum ich so aussehe. Dieser Ort ist so eklig, die traut sich hier nicht rein. Hier ist mein Versteck. Hier ist Moritz Wohnung. Let's go. Wenn wir jetzt hier verstecken. Diese Aussicht, Alter, richtig geil. Bestes Versteck, was man finden kann. Übrigens filmen die das ja auch jetzt nebenbei mit dem Handy mit und so. Und ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ich brauche nicht so lange wie letzte Mal in der Trampolinhalle. Das war echt zu heftig. Aber da gab es doch echt kranke Verstecke. Ich würde sagen, let's go. Also ich habe jetzt unten hier keine Töne gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, die haben sich hier oben versteckt. Okay, Leute, ich bin jetzt im Versteck. Ja, seht ihr das? Das ist mein Versteck. Isabel würde mich suchen. Und ich verstecke mich dahinter. Seht ihr das nicht? Oh, diese Aussicht. Wir fangen hier an. Treppe. Oh Mann, das sieht so schlimm aus. So, fangen wir mal hier in der Ecke an. Hier in der Ecke. Hier kann sich auch ganz einfach einer verstecken. Unter den Kissen. Keanu, das war der schlechteste Versteck. Oh nein! Oh mein Gott, das war ja so easy. Yeah. Sag Keanu, ich habe dich gefunden. Ja, was soll ich sagen? Ich bin schlecht. Ja, wirklich. So, ne, hier kann sich keiner verstecken. Nein. Keanu, wie kann man so schlecht im Verstecken sein? Ich weiß nicht, was mir so eingefallen. So, was noch ganz, ganz easy wäre, hier hinter. Nee, okay, nee. Da hat sich jemand versteckt, oder? Zu 100%ig hat sich da jemand versteckt. Okay, nein. Hier hat sich keiner versteckt. Oh, nee. Du weißt doch genau welche. Oh, nee, die sind jetzt nicht nach oben gegangen. Ich weiß nicht, aber ich... Die sind jetzt nicht nach oben gegangen. Boah, kannst du die Leiter festhalten? Das hier, bitte. Ja, mach ich. Oh, ich weiß aber. So, Leute, ich stehe hier oben. Hier ist... Okay, hier ist keiner zu sehen. Oh, ja, die sind da. Ja. Okay. Und dann war Johannes mal wieder so lost, dass er sein Handy fallen gelassen hat. Okay. Alter Mann! Ey, das war ja richtig. Mein Handy ist mir aus der Hand gefallen. Nein! Ich bin runtergefallen, das war ja so dumm. Oh Mann, das war so perfekt, das Versteck. Ich glaube, ich hab das drauf, wie dein Handy runtergefallen ist. Okay. Unter dem Bett vielleicht? Nee, okay, nee. Ey, ich glaube, wo ist auf jeden Fall unten? Warte, ich komm mal. Ich helf dir. Warte, ich komm mal. Ich helf dir. Ja, nee, hier schon auch nicht, hinter den Sitzsäcken. No. Flash. Ist er hier? Nein. Hey, warte. Ist auf jeden ja, Fall. Ja, nee, hier ist er schon mal nicht. Safe war der da auch gerade auf dem Dach. Nein, ich schwöre, Alter, war doch, da. Doch, der war ja, da. Der ist oben. Ich gucke jetzt nochmal um. Digga, Isabel, das ist absolut unnötig, was du gerade machst. Nein. Der ist da nicht. So, Moritz, zeig dich. Der ist halt wirklich nicht hier. Ich weiß es nicht, aber ich glaube. Hol mir mal was aus dem Kühlschrank, okay? Nein, das hat er sich jetzt nicht. Nein, das kann nicht sein. Ja, und jetzt ist er da drin, oder wie? Es gibt einen Geheimfach im Kühlschrank. Er hat sich hier die Sachen. Ah!
Digga, wie kann man sie nicht erschrecken? Wie kann man sie nicht erschrecken? Ich war die ganze Zeit in der Tür, du hast es nicht gemerkt. Du hättest länger, du hättest länger machen sollen. Aber du hättest das einfach anders sagen müssen, dass ich irgendwie da mal das holen soll oder so. Hey, ich hab gar nicht in die Küche geguckt, weil ich dachte, ich soll nicht in die Küche reingehen, weil es so dreckig ist. Sind meine Creepy Wächter hochgegangen? Mhm. Ja. Nein, pass auf, ich bin hochgegangen, hab mich versteckt, ich war so perfekt versteckt, ich hab dich nicht gesehen. Dann ist dein Handy runtergefallen. Ich wollte, dass das Handy so passiert ist, aber auch nicht gefallen.